Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sekiro New Game Plus. Mit erschwerten Bedingungen. Wir werden heute, nachdem wir jetzt endlich mal drei Fähigkeitspunkte... Alter, wir haben scheiß viel Gold. Ich kaufe mir direkt mal wieder davon was. Weil mehr als Geisterembleme kaufen ist ja aktuell nicht wirklich sinnvoll, oder? Weil wir haben alle Prothesenmodule, wir haben alle Kürbissamen, die wir kaufen können. Wir können keine Gebets... Wir können eigentlich nur entweder Furchtlosigkeitspuder oder Geisterembleme kaufen. Alles andere ist nicht sehr sinnhaft. Na gut, dann würde ich sagen, wir können noch eine Fähigkeit erwerben. Nämlich, wo war's? Genau, hier mehr Bildhauer-Karma. Und das heißt, wir... Moment, ich raste nochmal ganz kurz. Können jetzt, glaube ich, 20 von den Figürchen tragen. Das heißt, wir können... vielleicht ein bisschen mehr damit machen. Alle Fähigkeitspunkte von nun an werden wahrscheinlich, weil ich bei den Fähigkeiten eigentlich mit dem hier als Spezialfähigkeit sehr zufrieden bin, werde ich wahrscheinlich gegen... für hier die Angriffspunkte ansetzen. Ich meine, man braucht 5 Fähigkeitspunkte dafür, aber naja. Wir schauen jetzt erstmal. Man kann nicht tauchen. Das ist ja super. Man kann noch nicht tauchen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich... Eine der ersten Sachen, die wir machen, wird wahrscheinlich das Dorf Mibu sein. Ganz einfach, weil ich tauchen möchte. Und ich weiß nämlich inzwischen, ich habe noch 2, 3 Orte, an denen es Wasser gab, vergessen dort zu tauchen. Tatsächlich. Ich werde dann euch später sagen, wo die einzelnen Orte sind. Aber jetzt würde ich sagen, geht es erstmal hier rüber weiter. Richtung 7 Speere von Ashina. Ich freue mich nicht. I heard you were the one that put the armor on that big bugger from Taro Troop. Yeah, he was making a stink about it. It was a damned awful job. But it looks like it paid off, didn't it? He already had a huge frame and massive strength, and you just made him near impervious to blades. That is true, but he doesn't like that armor. And he sure didn't like me putting it on him. When a fight happens, it might come off easier than you think. Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, welcher Typ da genau gemeint ist. Es könnte 7 Speere von Ashina sein, glaube ich aber nicht, weil irgendwer von der Taro-Truppe, so irgendwer, das hört sich nicht nach einem dieser legendären Kriegshelden an. Es könnte der Typ direkt dahinter sein, aber der hat keine Rüstung an, der hat nur so eine komische Glocke, einen Käfig oder was auch immer. Und sonst gibt es ja auch keinen Typen mit Rüstung in der Nähe. Wenn mich nicht alles täuscht. Naja. Ja. Torhausschlüssel. Den werden wir dann vielleicht gar nicht mal brauchen, weil der Torhausschlüssel macht dann halt dort hinten das auf, ganz am Anfang. Und ja, das braucht man, glaube ich, nicht so wirklich, oder? Na. Ich würde sagen, ich schaue erstmal, ich meine, das ist jetzt ein bisschen blöd mit den Hunden, weil die so viel aushalten. Alter, die halten genau... genau etwas mehr aus, als mir lieb ist. Dafür sollten wir den Typen platt machen können, indem wir den hier machen. Whoop. Und... Hallop. Hallo. Er hat doch... Ah doch, der hat Rüstung an. Moment, nein, dann will ich den nochmal... Dann will ich den jetzt auf faire Weise nochmal bekämpfen. Weil, wenn das tatsächlich der Typ ist, der Rüstung anhat... Dann ist das vielleicht echt nicht so... so unclever, wenn ich das mal einfach ausprobiere. Außerdem ist cool, also warum nicht? Und hast du die Drachenfäule?
Weil wir brauchen immer noch die Probe, oder? Geehrte Perchin. Nee, du hast noch keine. Scheiße. Du hast auch nichts Interessantes. Die haben halt alle nichts, was irgendwie hilfreich ist. Kontaktmedizin. Ja. Geldbeutel. Nee. Hat halt nichts. Ich meine, wir können Stuff an den verkaufen, den wir nicht mehr brauchen, aber. Oh, hier ist ein Item. Schwerer Geldbeutel. Nice. Dann würde ich sagen, versuchen wir das mal. Ah doch, man kann sie machen. Nein, das ist weniger gut. Nein. Au! Okay, macht nichts. Der eine Hund ist runtergefallen. Komm, mach! Nein, 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 auf. Au. Alter. Der hat halt Tracking auf dem Bullshit. Ja, du kommst jetzt mal her. Ich weiß nicht, ob du da reinkommen kannst, aber safe ist safe. So, jetzt Feder geladen. Feder geladen, Axt! Au. Nee, das macht halt echt nichts. Nee, es macht halt nichts. Ach, F you einfach nur. Jetzt habe ich 10 Geistembleme verschwendet dafür, dass der Bullshit macht. Wow. Ja, gut. Und wie gesagt, das, also entweder man braucht tatsächlich im New Game Plus die feuergeladene Axt, oder ich mache irgendwas falsch. Wahrscheinlich mache ich irgendwas falsch. Naja. Wie dem auch sei. Dann gehen wir hier runter und holen uns die paar Items, die jetzt hier noch auf uns warten. Und dann geht's zu den 7 Speeren von Ashina. Der hat nicht so einen komischen Trick, den ich nicht kenne. Der ist einfach nur schwer. Richtig hart. Wow. Ne? Sehr gut. Ich dachte, der entdeckt mich. Die da oben sind inzwischen weg, beziehungsweise nicht mehr am Aggro ziehen. Hier müssten noch ein oder zwei von denen sein. Jetzt schauen wir mal, ob das bei denen funktioniert. Alter, es funktioniert halt einfach nicht. Ach, FQ einfach nur. Oh nein. Oh nein. Moment. Gegengift. Erstmal Gegengift, kurz. Und dann schauen wir mal ganz kurz. Oh, Moment. Scheiße, natürlich. Scheiße. Gegenmittelpuder, wie wär's? Verwendest du es? Danke. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir, ob es nicht mit der flammengeladenen Axt, also mit der Funkenaxt geht. Wow. David. Oh, wow. Nee. Nee, das ist denen voll wurscht. Das ist denen voll wurscht. Kann es sein, dass diese Tricks nur im normalen New Game gehen? Weil ich habe das mit meinem New Game Charakter halt gemacht. Mit dem ging das ohne Probleme. Aber mit denen hier, da ist offenbar der Wurm drin. Ah, scheiße, aber wenn ich jetzt nicht von der Seite. Oh, nee. Nee, Okay, das ist jetzt doof. Ah, wobei, nee, ist nicht doof. Ah, nee, doch, ist doof. Weil ich kann das ja von der Seite nicht aufmachen. Oder?
Na gut, dann müssen wir halt in Zukunft hier hinreisen oder irgendwann, wenn wir von der anderen Seite mal kommen, aufmachen. Ah ja, muss ich erstmal rasten. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber was will man machen? Wir kaufen uns mal wieder ein paar Geistembleme. Ein paar zumindest von denen, die wir gerade verschwendet haben. Solange ich über 100 Geistembleme habe, ist alles cool, denke ich. Heard reports of a shinobi being seen somewhere around here. I heard the same, but lately it feels like an everyday occurrence. I know. Goes to show just how soon the battle will be upon us. Even more the reason to take these reports seriously. Also, ihr wisst ja, ich bin kein Meister der Lore, von was das Spiel angeht. Aber sind Shinobis nicht ultra selten? Gibt's nicht nur, keine Ahnung, 10 Shinobis in ganz Japan? Oder sind die mehr so wie Samurai, dass es da Tausende gibt? Ich dachte, Shinobis sind was richtig ultra Besonderes. Okay, die sind trotzdem Insta-Kills. Das ist gut. Alles klar. Ja, zu dem Typen dort hinten gehen wir übrigens jetzt noch nicht, weil ich mich noch nicht eingelesen habe, wie genau das jetzt hier funktioniert mit seiner Questline. Ich kenne inzwischen die Questline von dem Typen, der sein Geschäft verwalten will, was man da machen muss, aber noch nicht den Rest. So, bist du wieder Sohn? Ja, die Kürbissamen, die in Truhen und in der Welt offenbar rumliegen, nicht in der Welt rumliegen, aber zumindest die in Truhen, werden offensichtlich zu diesen Dingern, zu denen, wo man halt quasi sich ein Leben dazu kaufen kann, beziehungsweise dazu verwenden. Was man eigentlich auch vorher wissen muss, bevor man hier zum Kampf antritt, aber ja, gerade so bei, wenn ihr im Bosskampf 2-3 Mal richtig Probleme bereitet, dann kann ich schon sehen, dass das wirklich eine Notwendigkeit mehr oder weniger ist. Ah, du, dich können wir... Ich glaube, jetzt können wir die alle nur so machen. Oder die zwei, die noch fehlen. Nämlich den hier. Und den hier. Da sollte jetzt keine Gefahr bestehen, dass einer von den Fetten mich sieht, weil ich immer noch unsichtbar bin, mehr oder weniger. Oh, das geht auch. Wow. Aber gut, es geht wahrscheinlich nicht in die andere Richtung. Jetzt wäre es ideal, wenn ich weiter kurz... Wie lange ist dort dieser Effekt noch? Wäre echt cool, wenn er noch ein bisschen bleiben würde. Oder? Ne, ich bin schon wieder... Ja, ja, doch, das ist gut. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Danke. So, und jetzt warte ich einfach mal, bis der wieder umgedreht hat. Genau, komm noch ein bisschen her. Oh ja. Aha. Oh, der... Alter, das ist nie mal dem aufgefallen. What the fuck? Okay. Im Vergleich zum ersten Mal bin ich stealth-technisch wirklich richtig obergeil. Also ich glaube, ich habe bis jetzt so ziemlich jede Stelle, die Stealth gut machbar geht, auch gut gemacht. Im Vergleich zum ersten Durchlauf, wo... Naja. So. Nehmen wir das mal. Gut, dann würde ich sagen... Dieser hier und dieser hier. Dieser hier. Okay. Da weiß ich, soll man dahinter gehen, damit man ihm Leben abzieht, weil er von hinten halt nicht blocken kann. Sicherheitshalber pariere ich da trotzdem,
Oh, das war die Falle. Ich dachte, Mikiri. Aber ja, wäre dumm. Hallo. Es hat kurz geruckelt und dann... Das ist ein bisschen delayed. Oder ein bisschen delayter, als ich gedacht habe, sagen wir mal. Achso, jetzt macht er nicht diesen Follow-up-Move. Nein! Okay, Alter. Alter, die Stufen! Okay, das Teil... Nein. Natürlich macht er instant einen Move, der richtig heftig Damage macht. Erstmal weg. Okay. Jetzt nochmal. Ah, da muss man nämlich ausweichen. Alter, das Delay ist echt schlimm bei dem Move. Okay. Okay, das heile ich. Alter, ja, natürlich! Alter, also ich weiß nicht, ob das Delay von dem echt so unfassbar krass ist oder ob das... Also entweder ist es, das Delay ist saukrass und ich habe das beim ersten Mal nicht bemerkt. Oder in New Game Plus werden für Mikiri-Konters doch die Timing-Fenster kleiner. Oder New Game Plus Schrägstrich, was wir mit Kuro gemacht haben. Das kann natürlich auch sein. Alter, mein Kopf ist schon wieder rot wie eine Tomate. Ist ja super. Na gut, okay. Geist im Leben weiß ich, da kaufe ich regelmäßig von Warnhinweise. Ja gut. Dann machen wir jetzt aber nicht mehr die ganzen Wichser hier in der Umgebung. Göttliche Hilfe. Moment, halt, göttliche Hilfe heißt eigentlich, ich sollte schauen, dass ich doch nochmal hier, weil ich habe relativ viele Typen getötet. Dann werde ich das in Geistembleme kurz umwandeln. Weil meine 1000 Münzen sind immerhin 20 Geistembleme. Und solange ich so zwischen 150 und 200 Geistembleme bin, ist eigentlich alles cool. Weniger ist nicht so optimal. Ich habe mir übrigens diesen Weg hier rausgesucht, beziehungsweise rausgesucht. Ich habe ihn durch Erfahrung in meinem zweiten Durchlauf erkannt, weil die Minibosse im Vergleich zu den normalen Bossen sind auch bei, wenn man das Spiel 10-mal oder wahrscheinlich durchgespielt hat, nicht so easy, wie man annehmen möchte. Ah, ne. Da muss man echt zuschlagen. Ja, das ist okay. Na, ja, der kommt ein bisschen... Alter, weh, der hat mich gesehen, oder? Ja, natürlich. Ja, das ist jetzt echt ein Problem, dass der Fette mich im Visier hat. Das war ein richtiges Problem. Nee, ich kann das nicht... Warum hat mich der Fette denn gesehen? Die einzige Möglichkeit ist, dass ich hier drin gegen den kämpfe, aber... Ja, Moment. Nee, vielleicht... Hurensohn! Warum siehst du mich von so weit? Ich dachte, fette Leute sind doch tendenziell eher weniger gut sehen. Als ich dick war, habe ich so gut wie gar nichts gesehen. Das ist wirklich so, weil man dann halt nicht so aufmerksam ist. Das ist kein Vorurteil, ich hab's selber erlebt. Wehe, du gehst jetzt nicht wieder zurück. Geh weiter. Ich hoffe, der Typ, der Miniboss, verliert nicht Aggro. Und er regeneriert wieder sein Leben. Du gehst wieder zurück, wo du hergekommen bist, Vetter. Los!
Los! Dreh dich um! Nein, nicht blöd um einen anschauen! Du wirst mich verarschen. Alter, wie lang? Okay, dreh dich um. Danke. Ja, genau. Ja, das war gut. Nein. Ja, es ist wirklich, glaube ich, sehr... Ja. Alter, verarsche! Alter, jetzt hätte ich nicht mit Kiri gekontert. Moment. Machen wir es kurz safe. So. F-U. Wie gesagt, man kann die Langfunke meiner Ansicht nach durchaus mal einsetzen, wenn man es braucht, weil ich meine, wofür habe ich sonst? Alter. Der Part ist noch nicht mal 20 Minuten und wir sind hier schon durch. Das hätte ich nicht erwartet. Zweiter Try. Gut, dann würde ich sagen, eine weitere Überrestberührung. Und da, wo er alleine hier jetzt zu uns redet, das heißt doch, Kuro weiß von seiner Kraft, die uns hier mit ihm verbindet. Wolf, you said to me once. Do what must be done, but I have yet to discover what it is that I must do. I don't understand. Why was I granted this power? Warum ihm? Das weiß ich. Es könnte sein, dass wir das durch eines der Enden, die ich euch zeige, wissen. Oder durch das, was ich nicht zeige, was angeblich das versteckte und wahre Ende ist. Blöd, dass ich euch genau das wahre Ende nicht zeige, aber wie gesagt, das ist so kompliziert. Ach, Moment, hier geht's ja noch. Moment. Wie kommt man hier nochmal an das Item da ran, was man da draußen sieht? Ah ja, Moment, ich bin ein Idiot. So. Dann kommt ihr hier Gott sei Dank hoch. Und tack. Oh, das war... War das ein Kürbissamen beim ersten Mal oder war das auch so ein Teil? Weil ich bilde mir ein... dass der Kürbissamen nicht da war. Wie viele von denen haben wir jetzt inzwischen? 7 Stück! Alter, 7! The fuck einfach nur. Ich glaube nur, wir kommen nicht in die andere Richtung von dem Punkt aus. Also würde ich sagen, da ich nicht hier Bullshit... Maroden Tempel, würde uns das irgendwas bringen? Eigentlich nicht. Eigentlich, ich glaube, die einzige Sache, die uns jetzt was bringen würde... Na, eigentlich, wir müssen schauen, dass wir hier eine Drachenfäule-Probe für Emma besorgen. Das ist so ziemlich das Einzige, was wir jetzt außer dem Weg hoch zu Genichiro machen können. Und der Weg hoch zu Genichiro ist nicht so ultra angenehm, sage ich mal. Vor allen Dingen der außerhalb der Burg. Also in der Burg hier mit dem einen Miniboss, wo ich Pariergott war. Wo ich übrigens bei meinem zweiten Mal durchspielen richtig hart gesackt habe. Aber ja. Wer ist denn aktuell infiziert mit Drachenfäule? Braver Sohn. Oh, das bist du. Ja, okay. Ängstliche Dienerin. Kebelne. Also wir wissen auf jeden Fall, wo der brave Sohn ist. Da ist auch der Typ mit dem... Wobei, ja komm.
Hier oder hier ist besser? Ich glaube, hier ist besser. Vielleicht ist da besser. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Typ ist genau dazwischen, dass es einen nicht wirklich was ausmacht. Und ja, ich trinke mal wieder viel, weil es hat... ich meine, heute war es relativ angenehm bei mir hier. 30 Grad oder 31 Grad Höchsttemperatur. Das geht eigentlich. Nur ich nehme jeden Tag mit den Greenscreen-Strahlern auf und eineinhalb Stunden die anmachen heißt, für den nächsten Tag ist es in diesem Raum hier 1-2 Grad wärmer, als es sein müsste. Und das ist halt nicht wahnsinnig schön. Ich meine, wenn ihr das hier seht, auf jeden Fall das nächste Projekt nach Layers of Fear, was jetzt geendet hat, ist ein Projekt, wo ich keine Facecam habe. Was heißt, ich muss eigentlich nur noch für Sekiro hier die Facecam anmachen und damit auch die Greenscreen-Strahler. Und das bedeutet, ich kann zumindest 2-3 Tage ohne Greenscreen-Strahler auskommen. Und das macht schon viel an der Wärme hier drinnen. Gut. Wie gesagt, bei dem hatten wir noch nicht die Drachenfäule, weil als die Drachenfäule eingesetzt hat, war der schon tot, weil wir da den Schmetterling gemacht haben. Aber jetzt schauen wir mal, ob der jetzt was zu sagen hat. Was der zu sagen hat. You have the dragon rock too. Someone. Anyone. I'm here. My mother. Don't force it. You'll only make it worse. Forget about me. My mother. Help my mother. Das ist wirklich herzzerreißend. Aber ich kann jetzt nicht. Ja, dann helfen wir ihr halt, okay. Achso, sie hat auch die Drachenfäule. Das habe ich nicht gewusst. Oh. The Dragon Rod. Inosuke. Inosuke. Yes. Protect. The young master. You hear? All right. We're counting on you. Ich kann bei beiden nichts tun, oder? Forget. Scheiße. Ja, wer ist noch infiziert? Ich glaube, sonst ängstliche Dienerin ist, glaube ich, die Mutter. Ja, das ist jetzt blöd. Das heißt, wir können hier noch nichts machen. Na, super. Gut, dann... Maroder Tempel... Nee, Maroder Tempel bringt nichts. Nee, zuletzt besuchte Figur. Ich hoffe inständig... Nee, was ist jetzt die zuletzt besuchte Figur? Wenn das die hier drüben ist, ist das jetzt ein unnötiger Ladebildschirm, den ich euch aufzwinge, aber... Ich hoffe übrigens inständig, ihr habt nichts dagegen, wenn ich immer in den Ladebildschirm trinke. Weil es kann jetzt sein, dass ich... Wie lange geht die Folge noch? Wahrscheinlich so 15 Minuten, 10, 15 Minuten. Naja, 15 Minuten. Und ich in dieser Zeit dann nichts mehr an Trinken mache, weil wir einfach Ashina erklimmen. Ah, wow, es ist doch hier. Ja, super. Und das fände ich dann halt nicht so unfassbar toll, wenn ich 20 Minuten nichts trinken könnte, wenn es hier... Scheiße, hier ist leider... Hier habe ich jetzt keine Temperaturanzeige. Die ist da ganz hinten, also ganz hinten. Die ist halt dort drüben, genau schräg hinter meinem Greenscreen. Naja, und die ist halt nicht so an der Wand, sondern so liegt die... So eher, und dann kann ich das jetzt nicht sehen, leider, wegen dem Winkel. Aber es hat hier bei mir drinnen sicher... Wir haben jetzt schon eine
Ich habe die letzte Folge mit der aufgenommen, eine Stunde Greenscreen-Strahl. Es hat sicher 27,5 Grad hier drin. Ja, ich freue mich. Gut, Emma und Kuro. Lord Kuro, it is time, Lady Emma. Yes, I know. Master Genichiro is waiting, is he not? I will return to the top of Ashina Castle. Wolf, that reed whistle we used before. This time, I will use it to call on you. Ja, das, es bahnt sich was an, was ich auch erst im zweiten Mal durchspielen gemerkt habe. Weil eigentlich ist das ja jetzt aktuell schon mein drittes Mal durchspielen. Es ist nur das erste Mal New Game Plus. Aber immerhin kann ich dadurch jetzt Sachen euch zeigen, die ihr vielleicht auch verpasst habt. Und das ist, glaube ich, besser, als wenn ich jetzt hier selber noch viele Sachen entdecken oder nicht entdecken würde. Ja, wir gehen erstmal hier rum. Wobei, nee, wir gehen hier rum. Nee, komm, wir machen jetzt erstmal hier den Shortcut auf für hier. Einmal und jetzt da unten beim Richtung 7 Speere. Weil, beziehungsweise, ja, es ist eigentlich Richtung 7 Speere, weil später ist ja genau hier hinter der andere 7 Speere. Und eigentlich muss es ja 7 Speere geben. Selbst wenn wir rechnen, dass Gyobu rein theoretisch vielleicht einer der 7 Speere ist und weil Ishin einen Speer auch nimmt, vielleicht er auch einer der 7 Speere wäre, was ich nicht glaube, aber möglich ist, wären das ja trotzdem nur... Kann ich hier? Ja, okay. Wären es trotzdem nur 4 Speere und noch nicht 7. Allerdings, vielleicht bekommt man ja in dem DLC, was für Sekiro angeblich geplant ist, dann noch die anderen 7 Speere zu sehen. Das fände ich cool, wenn zumindest ein Boss oder Mini-Boss noch ein 7-Speere-Typ wäre, weil dann weiß man zumindest, okay, es sind wirklich viel, weil man sieht ja eigentlich wirklich sehen nur 2 im Spiel. I'm sure you are all aware already. This coming battle will determine the fate of all Ashina. We go now to risk our lives for Lord Ishin and the peoples of Ashina. We are Ashina! We are unbreakable! Yeah! For Ashina! In der deutschen Sprache, in der englischen Sprachausgabe verstehe ich, was die sagen und was die, für was die hier cheeren und alles. Das ist so gut. So gut im Vergleich zu der Sprache, wo ich nichts verstehe. Also, Japanisch. Okay, wir machen jetzt erstmal, würde ich sagen, hier die Nachtschwalbe. Wow. Nee. Alter! What the fuck? Nein! Alter, warum? Heilst du dich nicht? Ich hab doch... Alter! What the fuck? Mal durchspielen, waren die aber noch einen deutlichen Ticken easier. Also vielleicht war ich jetzt einfach nur komplett behindert bei dem, aber das war doch jetzt echt nicht einfach. Kann man mir nicht erzählen, dass es so im ersten Durchlauf war. Immer mal wieder hier könnte es echt nämlich gut sein. Hier gibt es 2 Stellen, wo ich Gachins Konfekt echt gebrauchen kann oder könnte vielleicht. Nämlich einmal hier.
Ah ja, eine Sache würde ich jetzt hier auch noch gerne ausprobieren. Was passiert, wenn man mit dem Händler erst redet, nachdem alle tot sind? Da könnte sich noch eine interessante Gesprächsoption ergeben. Oh, ein Hund. Erstmal den Hund kommen lassen. Das war ein guter Parry. Oder Deflect, wie es ja so schön heißt. Und einmal noch Gatchins Konfekt. Was echt gut ist. Ich hätte das echt öfter verwenden sollen. Aber im ersten Mal durchlaufen weiß man halt noch nicht so, was genau da so gut ist und abgeht. Und ich kann den hier machen, obwohl da zwei Leute stehen. Was echt schon fast cheaten gleich kommt. Achso. Ah, Alter, das war ein bisschen... Ich habe den Mikiri deflected. Ja, ist okay. Kann man mal machen. Alter. Es gibt echt Momente, gerade bei den Standardgegnern, wo ich mir denke, ich bin echt gut in dem Spiel geworden. Und dann gibt es Momente, wie bei Gyobu oder dem ersten Samurai-artigen Gegner. Ne, dem zweiten Samurai-artigen Gegner hinter dem Ogre, der Miniboss. Einem der Generäle. Da denke ich mir einfach nur, what the fuck? Einfach nur, bin ich jetzt komplett beschissen geworden? Gut, die Typen sind alle down. You're not one of the samurai of this castle, are you, friend? Hab alle getötet. You look like a shinobi, a skilled one. Ja, klar. I thought so. Well, you sure got me out of the pot. You see, some unfortunate things happened. And then they were after me day and night. I was at the end of my rope. But boy, did you show them. Here, take this with my thanks. Okay, also man skippt quasi nur die Aufgabenstellung. See, I deal in information. It's how I make my living. Okay. Yeah, you still need something? Oh, sorry, but I don't do business in dangerous places like this. He who fights and runs away, you know. Maybe we'll cross paths again someday. Okay. Also jetzt nichts Besonderes hier mehr. Dann schauen wir, dass wir heute zumindest noch den einen... ja. Samurai hier platt machen. Das sollten wir idealerweise so machen, glaube ich, dass ich ihn jetzt einmal mit einer... Attacke von oben töte, dann ihn weglocke von denen und dann die platt mache. Ich hoffe, das passt so. Vitalität und Haltung. Warum kommt das jetzt? Oder? Wow. Okay, dafür brauche ich definitiv eine bessere Strategie. Nee. Das klappt so definitiv nicht. Nee. Das ist so nicht machbar. Wie kriege ich ihn... Wie habe ich die beim ersten... Beim ersten Mal habe ich sie so down gekriegt, aber beim ersten... Im ersten Durchlauf waren alle... Von den Gewehrträgern, von den Standard-Aschina-Gewehrsoldaten, waren beim zweiten Mal hauen haltungsgebrochen. Jetzt ist es das dritte oder vierte Mal, glaube ich, ist es. Also sie halten halt doppelt so viele Schläge aus. Was hier, wo ich ein bisschen auf Zeit machen muss, die Strategie leider zu einer Veränderung führt. Nicht so toll.
Gut, aber wir kriegen das irgendwie hin. Komm. Oh, Gläubiger. Nee, Gläubiger. Husten. Oh, doch. Jetzt kriegen wir aber immerhin kriegen wir durch diesen Tod. Siehst du, jeder Tod hat seinen Nutzen. Kriegen wir hier eine Blutprobe. You have the dragon rot. Divine child. Don't force yourself to speak. I don't know which way. Der, warum kann ich hier nur nichts tun? Hä? Habe ich etwa nicht den Auftrag bekommen? Oder kann... Das ist seltsam. Habe ich etwa doch nicht den Auftrag bekommen, eine Drachenfeuerprobe zu bekommen? Okay. Schauen wir uns das nochmal an. Was ich sagen wollte ist, göttliches Kind, damit meint sie nicht Kuro, wie ich beim ersten Mal durchspielen gedacht habe, sondern hier das Kind des ewigen Wassers bei den Wandschirmaffen, den im inneren Heiligtum. Oder die. Der oder die, keine Ahnung, ist ein Kind, ich weiß nicht, er sie ist. Hey, it's you. Thanks again for bailing me out back at Ashina Castle. Ja, bitte. I'm gonna be hanging around here for a while. I need time to sort through all the info I've got. Speaking of which, I'm happy to do business with you anytime. Interested? Natürlich, nur habe ich aktuell... Wobei doch. Alter, wir hatten gerade über 2000 Kohle. Holy shit. Grad Furchtlosigkeitspuder werde ich im Laufe der Zeit sicher wieder verwenden. Gegenmittelpuder, glaube ich, ist okay. Göttliches Konfetti, ja, das ist halt teuer. Das hier ist halt bräunig. Ah, komm, Kügelchen, können wir noch mal ein paar abstecken. Ach so, okay, und damit ist Ende. Ja gut, dann noch mal Furchtlosigkeitspuder. Und damit würde ich sagen, haben wir es soweit. Ja. Mit Emma? Oh. Habe ich das doch noch nicht gemacht? Ich dachte, das habe ich gemacht. Scheiße. What are you doing? Oh, I didn't realize you were here. The sculptor has been coughing blood. I took a sample of this blood for my dragon rot research. A sample of his blood? Yes. Blood that he's coughed up. The color of the blood itself appears to be tainted, stagnant. But the sculptor's blood alone isn't enough to reach any conclusions. Is there anything I can do? Yes. Bring me samples of blood coughed up by others that suffer from the dragon rot. If I have more, I'll be able to learn more about the disease. If I come across anyone afflicted by the dragon rot, I'll ask them. Thank you. Okay. Goodbye. Dann würde ich sagen, habe ich das einfach verpeilt, dass ich das doch noch nicht gemacht habe? Ja, sorry. Gut, dann reisen wir zur Ashinaburg. Und dann würde ich sagen, reden wir nochmal mit der und kommen. Einen Versuch gebe ich mir jetzt noch bei dem Miniboss. Vielleicht kann ich mit Gatschins Konfekt die Gewehrschützen alle töten. Oder sie irgendwie mit... Wir haben halt keine richtig große Area of Effect Attacke. Das ist halt so ein bisschen blöd. Wir haben keine große Area of Effect Attacke, oder? Oder haben wir doch... Ich schau mal, also wir haben jetzt keine ausgerüstet, aber vielleicht habe ich ja eine, die ich nur noch nie verwendet habe und die mir jetzt aber helfen könnte. Erstmal jedoch... Ah ja, jetzt können wir das, aber ich würde das sehr gerne von dem anderen nehmen. Von denen hier... Ah komm, wir machen das nächste Mal, dass wir die von dem... Weil ich will das von dem Sohn nehmen... Aber jetzt schauen wir erstmal... Nee, wir haben keines, was wirklich groß Area of Effect macht.
Dann hoffe ich mal, dass das funktioniert. Sollte das jetzt nicht funktionieren, machen wir das noch kurz mit dem von den anderen holen. Okay. Ich glaube, ich muss ihn eher... Nein! Boah! Alter, ja, sicher ist eine Kiste auf einmal! Die war beim ersten Mal nicht da! Nein! Scheiße, okay, macht nix. Ja, okay, doch. Das ist gut. Ja. Kurz den hier. Scheiße. Die machen halt ein bisschen zu viel hintereinander. Nein. Na, scheiße, okay. Na, damn it. Das ist halt jetzt echt problematisch. Wie kriege ich den vernünftig hin, dass er mir nicht... Das ist jetzt echt blöd mit den Typen um ihn rum, weil ich krieg die Typen um ihn rum nicht gestealth-killed und ich krieg sie aber auch nicht vernünftig aus der Luft gekillt, weil sie brauchen viel zu viel und sie können ja auch sobald... Ich müsste sie entweder insta-killen durch irgendwas. Ich meine, ich könnte es so machen, dass ich hoch aufs Dach gehe, einen töte mit einem Sprungangriff, weglaufe, bis sie alle Aggro verloren haben und das immer wiederhole. Aber das ist doch sicher nicht die Strategie. Weil das Spiel ist ja sicher auch, wenn es optimiert ist, auch fürs New Game Plus optimiert. Ah, komm. Ich versuche jetzt einfach nochmal das, was ich gerade gemacht habe. Und wenn es jetzt noch nicht klappt, dann mache ich das nächste Mal. Was? Alter, du! Alter, ja, sicher! Oh, Moment. Was? Alter! Mensch, Alter, vor allen Dingen, die alle schießen halt, das ist... Alle schießen. Ah, nein, Alter, okay. Nein, okay. Ich habe, glaube ich, noch eine Wiederbelebung. Jetzt muss ich nur kurz den hier machen. Alter, der macht halt so viel Schläge hintereinander und manchmal... Gott, Kombos! Ja, okay, nee, ich hab... Alter, der Typ ist echt nicht ohne. Diese ganzen Generäle, die waren beim ersten Mal an dem Punkt so einfach. Aber, also das New Game Plus, vor allen Dingen da, ich glaube, es ist auch ein bisschen was dadurch, dass das, wenn ich nicht perfekt deflekte, ich ein bisschen Leben verliere. Ich glaube, das macht's echt einen richtig heftigen... Also nicht ein bisschen, sondern ich glaube, das macht es mindestens doppelt so... Ich glaube, das... Weil wenn ich
keinen Damage bekomme, kann ich einfach den linken Button gedrückt haben, bis mein Blockmeter voll ist, dann weglaufen und das wiederholen. Wenn ich es brauche, wenn ich halt gerade nicht konzentriert bin oder so. Aber so bin ich einfach am Sack. Ich muss halt wirklich im Kampf 100% der Zeit konzentriert sein. Naja gut, dann würde ich sagen, wie ich den irgendwie hinkriege, vielleicht mache ich das tatsächlich mit Hit-and-Run-Taktiken. Schauen wir uns beim nächsten Mal an bei Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.